Gute Nachrichten für Minijobber. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Aktuell, in dieser Woche, Anfang September 2019, habe ich erfahren, dass das Wirtschaftsministerium die Anhebung der Minijobgrenzen von 450 Euro auf 500 Euro plant. Das sind doch mal wirklich gute Nachrichten für unsere Minijobber, vor allen Dingen für die Rentnerinnen und Rentner, die neben der Rente anrechnungsfrei noch dazu verdienen. Damit könnte es dann letzten Endes ein bisschen mehr Geld in der Tasche geben. Und zwar haben wir die aktuelle Grenze der Minijobs zurzeit bei 450 Euro. Diese sind unter bestimmten Voraussetzungen dann auch steuerfrei. 2013 wurde diese Grenze das erste Mal eingeführt und soll jetzt wohl in Kürze auf 500 Euro oder vielleicht sogar ein bisschen mehr angehoben werden. Der Hintergrund dafür ist einfach die Preissteigerung der letzten ungefähr 7 Jahre von 2013 begonnen. Bei einem Minijob geht es darum, oder besser geringfügige Beschäftigung, dass der Beschäftigte entweder ein regelmäßiges Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung von nicht mehr als 450 Euro hat oder die Beschäftigung innerhalb eines Kalendermonats auf maximal 3 Monate, nein, nicht eines Kalendermonats, sondern eines Kalenderjahres auf maximal 3 Monate oder 70 Arbeitstage begrenzt ist oder im Voraus vertraglich vereinbart, begrenzt ist. Stichwort Saisonarbeitskräfte. Das sind die zwei Hauptfälle der geringfügigen Beschäftigung, / Minijobber. Die neuesten Zahlen belegen es, dass viele Rentnerinnen und Rentner in Deutschland neben der Rente arbeiten gehen und auch einen Minijob haben. Also die Hauptgruppe der Minijobber sind in Deutschland die Rentnerinnen und Rentner. Und sie werden sich sicherlich freuen, wenn sie statt 450 Euro in Kürze dann 500 Euro steuerfrei neben der Rente dazu verdienen können. Näheres zum Thema Minijob und geringfügige Beschäftigung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.